Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar StereoTrader Helpdesk Fragen und Antworten mit Dirk Hilger, Trader und Entwickler von StereoTrader. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Schön, dass der Raum wieder so voll geworden ist an einem so schönen Tag wie heute. Verrückt auch, dass es im Oktober noch so warm ist. Nichtsdestotrotz wollen wir hier heute starten, natürlich im Fokus StereoTrader, und das Webinar ist ja für Sie gedacht. Das heißt, es ist sehr erwünscht, dass Sie im Chat entsprechende Fragen stellen. Ich denke, der Dirk hat auch schon ein paar Themen vorbereitet. Ich habe auch noch ein paar Kundenanfragen. Das kriegen wir schon alles voll heute. Und nichtsdestotrotz einmal den Risikohinweis. Dieses Webinar dient zu Schulungszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Und was auch immer heute hier gezeigt wird, nichts als Handelsempfehlung oder generelle Empfehlung verstehen, was Ihr Trading entsprechend beeinflusst. Und eine letzte Sache, bevor ich dann den Bildschirm an Dirk übergebe, habe ich heute mitbekommen, dass es noch nicht bei jedem angekommen ist. Unsere Veranstaltung auf der WOT bzw. Donnerstag Pre-Conference, da haben wir ein Light-Trading-Event, wo Dirk auch dabei sein wird, worauf ich mich auch sehr freue. Und ja, ich werde den Link gleich hier in den Chat kopieren, können Sie sich entsprechend informieren, wenn Sie Lust haben. Und ja, finden Sie alles hier, auch das Programm und wer noch so alles dabei ist. Ja, gut, dann Dirk, ich übergebe den Bildschirm, wünsche viel Spaß. Yep. Also, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Zum Wetter kann ich nichts mehr sagen, ist schon alles gesagt, aber vorher war es ja immer irgendwie ganz besonders, das beziehungsweise eigentlich immer Zufall, dass wenn schönes Wetter war, wie hier waren, aber wir haben ja nur noch schönes Wetter, von daher kann man sich jetzt gar nicht mehr beschweren, sondern darf sich dann schon freuen, wenn man auch mal drin sitzen darf und nicht ständig irgendwie Sonne genießen, ist eh langweilig. So, also von meiner Seite herzlich willkommen hier zum Webinar, das allmonatliche Frage- und Antwortspiel rund um den StereoTrader, wo wir halt immer so ein paar Sachen sammeln, also das nur zur Info an diejenigen, die hier auch vielleicht zum ersten Mal dabei sind, und geht also tatsächlich darum, hier Fragen einzustreuen, und wir versuchen das alles so gut es geht in der Zeit, also wir haben es hier eine Stunde halt jetzt etwa angesetzt, maximal eigentlich, und da halt irgendwo das abzuwickeln. Das letzte Mal haben wir sogar, glaube ich, eine 1,5 Stunden gemacht, und aber muss natürlich nicht sein, sondern geht ja eher mal darum, hier so ein paar Sachen einfach mal im laufenden Chart halt zu zeigen, die sonst immer so ein bisschen schwierig dann vielleicht im Support oder so halt aber auch eben da auch darstellbar sind. Was ich noch machen wollte auf jeden Fall, das wäre hier mal ganz kurz auf das neue Bild einzugehen. Also es gibt ja eine neue Version, die ist noch nicht angekündigt, das kommt aber jetzt die Tage. Und das ist immer deswegen so, also wenn es ein ganz neues Bild gibt, übrigens, das sieht man neuerdings immer auf der Homepage. Da steht halt hier immer direkt unten drunter, das ist eigentlich immer die erste, die es weiß. Und das ist jetzt halt auch automatisiert. Und da steht immer direkt dabei, welches Bild aktuell ist. Und irgendwann erscheint es dann auch im StereoTrader. Und das geht immer so peu à peu, weil falls sich irgendwie eine Kleinigkeit eingeschlichen hat, und dann haben wir immer noch so ein bisschen die Chance, halt noch zu reagieren, bevor ihr euch da alle auf einmal draufstürzt und danach irgendwie womöglich jeder nochmal alles neu installieren muss, weil sich was eingeschlichen hat. Ist aber nichts drin, so wie ich das bisher überblicke. Die Version ist jetzt seit letzter Woche draußen. Und ich glaube mal, die wesentlichste Änderung ist die, das war halt auch eine Sache, die oft gewünscht wurde und die uns auch, so hoffe ich, allen das Leben ein bisschen leichter macht. Und zwar ist das die Update-Funktion. Also wenn ein neues Update kommt, das kann ich jetzt hier nicht simulieren, dann erscheint ja hier mittendrin irgendwo eine Meldung und dann steht da entsprechend, eine neue Version ist verfügbar und bitte installieren, downloaden oder wie auch immer. Und auch die Meldung ist ein bisschen anders, die heißt jetzt bitte ins Setup wechseln und dann dort updaten. Und das geht in Zukunft, also ist nicht mit der alten Version, wer also noch irgendwie
die Version Nummer 2035 als Beispiel hat oder 2036. Dort ist das noch nicht drin. Aber ab jetzt 2038 ist es eben so, wenn man dann was neu installieren möchte, dann geht man hier oben einfach aufs Logo. Und hier steht das sowieso die Bildnummer. Und dann sieht man auch hier, wenn das rot ist, ist bei mir natürlich jetzt nicht rot. Und dann weiß man, okay, da gibt es was Neues. Und ich kann dann hier direkt über den Installationsmanager, über den Installation Manager gehen, also hier einfach draufklicken. Und dann geht hier entsprechend der Installation Manager, der geht auf. Auch wenn der out of date ist, der updatet sich selber. Und da muss man eigentlich großartig gar nichts mehr machen, sondern sagt dann halt hier nur noch, okay, weiter. Einmal das Ganze hier akzeptieren und dann wählt man sich hier das Produkt aus, was man installieren möchte. Also kann ja auch genauso gut sein, dass jetzt irgendwie eine neue Version zu einem Add-on oder so da ist. Kann man hier einfach aus der Liste dann auswählen und klickt sich dann einfach hier durch. Ich kann das jetzt nur hier nicht komplett machen, weil ich halt hier in meiner Entwicklungsumgebung bin, aber trotzdem zeige ich mal, wie das Ganze funktioniert. Also wählt dann halt hier eben nur zum Beispiel seine StereoTrader-Version aus, steht auch hier die neue Bildnummer mit dabei. Wenn man sehen will, was sich geändert hat, einfach hier aufs i klicken und dann ist hier immer so eine Historie drin. Und ansonsten hier einfach auf Weiter. Und dann sagt er auch hier, MetaTrader wird geschlossen. Also das heißt, auch da kann dann insoweit dann nicht wirklich was verrutschen. Und sieht aber dann so aus, sobald ich dann hier draufklicke. Und dann ist der entsprechend auch weg und ich kann auch den MetaTrader neu starten lassen, genauso wie er vorher ausgesehen hat, wenn das hier ausgewählt ist. Nach dem Update. Ich komme hier jetzt nur, wie gesagt, nicht wirklich weit. Einmal kann ich jetzt noch klicken, dann ist der MetaTrader schon mal weg. Wir haben jetzt gesehen, im Hintergrund ist nämlich jetzt der MT5 übrig. So, und dann wählt man hier einfach nur noch einfach auf Nächstes klicken, weil das hier ist schon alles ausgewählt. Da kann ich nichts mehr machen. Das heißt, das landet auch schon direkt im richtigen Verzeichnis. Und sobald ich jetzt hier draufklicken würde, wird es entsprechend neu installiert werden und der MetaTrader neu gestartet. Aber wie gesagt, mache ich jetzt nicht, weil ich sonst halt hier Gefahr laufe, mir jetzt halt hier in meiner Entwicklungsumgebung da halt was kaputt zu machen. Beziehungsweise da halt jetzt eher was zurückzusetzen, weil ich ja halt immer einen Schritt weiter bin, als das Bild, was eben draußen ist. Also ich denke, es ist aber halt verstanden, weil kann man ja wirklich eigentlich nichts falsch machen. Einfach auswählen, weiter und dann hat man es entsprechend auch schon installiert. Und sollte da mal irgendwie was schief laufen, kann ja auch mal sein, dass halt irgendwie da irgendwie ein Prozess mal hängt oder so. Und dann kann man halt natürlich jederzeit wieder einfach über die Homepage oder halt eben über die Landingpage bei FX Flat einfach nochmal das Installationsprogramm neu runterladen. Das installiert sich auch selber hier wieder im StereoTrader, sodass auch der Update-Prozess dann beim nächsten Mal wieder funktioniert. Und kann man eigentlich nichts falsch machen. So, ich mache den jetzt hier eben nochmal zu, mache nur halt meinen hier nochmal auf an der Stelle manuell. Aber wie gesagt, wenn man das gemacht hat, muss man den auch manuell gar nicht mehr aufmachen. Ich denke mal, das ist halt auf jeden Fall eine Erleichterung und weil man dann halt nicht ständig irgendwo suchen muss, wo ist jetzt nochmal der Link? Und obwohl der eigentlich immer der gleiche war, sich beziehungsweise halt so gut wie nie geändert hat, aber so ist natürlich nochmal wesentlich einfacher, das Ganze. Und das ist so die wesentliche Änderung, bis auf ein paar Kleinigkeiten, wo hier halt noch so ein paar Sachen drin waren, die aber kaum in Erscheinung getreten sind. Also waren zwei, drei kleine Bugs hier bei den Strategien, also wenn man unterschiedliche Strategien halt gewählt hat und aber es genau einmal im Support irgendwie aufgeschlagen. Von daher ist das alles nicht wirklich relevant. Das heißt, auch die alte Version ist ja soweit stabil, aber genau solche Sachen, wenn sie halt eben dann auch schnell machbar sind, werden die natürlich auch immer bei den neuen Updates dann entsprechend mit einfließen. Okay, so, also wie gesagt, ich hoffe, das ist eine Erleichterung für alle und macht es dann halt ein bisschen einfacher, wenn dann morgens vor allen Dingen dann irgendwie, wenn man den Rechner anmacht, um kurz vor 9 und dann steht dann plötzlich da neue Version, man denkt so, Mist, wo war jetzt nochmal der Link und muss ich das jetzt und nee, mache ich nachher und so ist es wirklich dann eine Affäre von ein paar Sekunden und dann ist das erledigt. Okay, das ist so das Wesentliche. Kommt jetzt auch nochmal irgendwie möglicherweise diese Woche auch nochmal ein Update. Aber das sind dann halt eben auch wiederum nur Kleinigkeiten. Muss man nicht. Wenn man es machen muss, übrigens kann ja ruhig auch mal erwähnt werden, wenn es wirklich zwingend erforderlich ist, ein Update kann ja auch mal sein. Ja, sei es jetzt zum Beispiel, weil irgendwelche Symbole zum Beispiel seitens vom Broker dann zum Beispiel dazukommen und die irgendwie falsch erkannt werden oder so. Und dann
ist es tatsächlich auch so, dann wird dann eine andere Meldung stehen. Also hat man bis jetzt noch nicht gebraucht, aber dann würde dann halt die Meldung da stehen, dass die Version, die aktuelle vom Stereofader, veraltet ist und abgedatet werden muss. Dann geht tatsächlich nichts mehr, außer man hat noch eine Position oder irgendwas offen. Dann läuft er erstmal weiter, aber sobald alles flat ist und dann sagt er dann auch, du musst jetzt mal eine Runde updaten. Okay. So, dann gucken wir mal, was man noch an Maßnahmen, Maßnahmen sage ich schon, weil hier jemand Maßnahmen geschrieben hat, an Fragen halt drin hat. Aber vielleicht noch eine Geschichte, die kann ich hier nochmal eingehen. Ist ja auch, hat vielleicht der eine oder andere gesehen, auf der Stereotrader Facebook-Seite. Da würde ich sowieso halt gerne mal so ein bisschen dazu aufrufen. Da kann man ruhig mal, der Seite kann man ruhig mal folgen. Geht jetzt nicht darum, halt hier unbedingt halt hier irgendwelche Likes einzufangen, sondern jetzt komme ich noch hier so gar nicht drauf, oder? Direkt. Doch, müsste eigentlich gehen. Sondern da geht es eigentlich darum, dass man halt, weil dort werden halt auch immer die Neuigkeiten halt angekündigt. Und das heißt, dort steht eigentlich immer als erstes, wenn irgendwas ist, was die Allgemeinheit betrifft, weil wir eigentlich ja keine Massenmails oder irgendwas halt rausschicken, sondern entsprechend halt hier das in erster Linie wird es immer auf dieser Seite hier kommuniziert. Also einfach facebook.com Stereotrader und dort kriegt man eigentlich immer alles dann auch rechtzeitig mit. Und worauf ich ganz kurz eingehen will, ist die Geschichte hier von, also hier ist auch dann angekündigt, zum Beispiel die Webinare und so weiter, steht natürlich auch immer hier drin oder hier halt auch das Event, was der Nelson gerade gesagt hat. Und ich habe aber halt am Wochenende noch eine Geschichte gepostet. Und zwar ging es hier um den Handel mit hoher Volatilität. Und das sind so, betrifft halt ein Add-on, was im Stereotrader dabei ist. Und wo ich halt auch gesehen habe an den Reaktionen, dass das viele gar nicht irgendwie kannten. Und was sind ja einige Add-ons dabei? Und das würde ich gerne nochmal so ein bisschen erklären, weil gerade jetzt, wo wir so eine Marktphase ja auch haben, wo im Markt halt relativ viel los ist, beziehungsweise wo ja auch mal die Volatilität durch die Decke geht, würde ich das hier nochmal zeigen, wie man das anwendet. Das betrifft auch so generell den CFD-Handel an sich, wo ich halt auch immer sage, man soll sich nicht so allzu sehr beirren lassen von dem, was da momentan draußen alles rumgeistert, seit die ESMA den Hebel da zurückgesetzt hat, weil letzten Endes es gibt Marktsituationen und das ist jetzt gerade wieder so eine, hier vielleicht jetzt nicht gerade im DAX, aber im DAO durchaus, der dann zum Beispiel halt mal an in 30 Minuten dann eben mal halt eine Strecke zurücklegt, die den DAX zum Beispiel am ganzen Tag macht. Und wenn jetzt jemand als Beispiel im DAX unterwegs ist mit zum Beispiel 10 Euro, Entschuldigung, 10 Punkten Stop-Loss als Standard, ja, jetzt, um vielleicht immer halt irgendwie so eine kurze Strecke oder so halt mal mitzunehmen. Oder im DAO dann halt vielleicht üblicherweise stattdessen mit 15 Punkten Stop-Loss. Und der wird in solchen Märkten nicht weit kommen. Und da muss man auch zuerst mal so ein bisschen hinterfragen, woher kommt das? 10 Punkte Stop-Loss, das ist ja so der Standard eigentlich im Daytrading, ja. Eigentlich macht der natürlich gar keinen Sinn, außer man scalpt oder man ist halt wirklich gerade an einem Punkt, wo es dann dazu passt. Aber wie ich ja darüber gesagt habe, der Stop muss ja zum Markt passen und nicht zu meinem Konto. Und das ist entsprechend auch genau der entscheidende Vorteil, dass ich hier halt entsprechend mit dem mit CFDs und vor allen Dingen mit Mini-CFDs halt ja auch meine Positionsgröße exakt so auf das Risiko abstellen kann, dass es eben halt auch zum Markt passt. Und wie gesagt, wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Dow Jones, ich mache den hier mal auf, aber wie gesagt, der bewegt sich jetzt heute jetzt auch nicht so viel und da ist im Freitag tatsächlich ein bisschen mehr passiert und da waren halt wirklich Kerzen dabei. Und ich gehe mal hier, ich bin hier im Fünfer, ne? Will ich ja gar nicht hin. Ich will ja in den Vierer. Moment. Ist natürlich zwar kein Unterschied, aber ich bin es einfach tatsächlich gewohnt, im MT4 zu arbeiten. Und von daher jetzt nicht irritieren lassen, wer im Fünfer ist, ist genau das Gleiche, also im MT5. Und die haben wir wirklich am Freitag hier im Dow Jones, da sehen wir es halt noch, ja, da waren halt Kerzen dabei, die waren 120 Punkte lang. Und das erkennt man zum Beispiel schon mal daran, was halt auch schon, finde ich, halt ein wichtiges Hilfsmittel ist. Nämlich kann man hier unten im Bereich Indikatoren, Stereo Trader
Dort gibt es zum Beispiel ein Add-on, das heißt ATRX. Kann man einfach auf den Chart ziehen. Und ATR ist ja nichts anderes als die Average True Range. Das heißt also die letzten Endes die durchschnittliche Länge einer Kerze, wenn man so will. Steckt ein kleines bisschen mehr dahinter, weil ja auch Gaps mit einbezogen werden. Aber das ist so im Wesentlichen die Aussage und daran sieht man halt die Volatilität ganz gut. Und auch hier sieht man zum Beispiel jetzt heute im M30 trotzdem, ja, 71 Punkte ist die ATR 14. Das heißt also, die auf 14 Kerzen bezogen ist die durchschnittliche Länge einer 30-Minuten-Kerze 71 Punkte. Und das ist natürlich schon viel. Und das hat, finde ich, immer ganz wichtig. Also wenn man gerade irgendwie scalpen will oder so, muss man das halt eigentlich durchaus mit einbeziehen. Und wenn ich jetzt hier mal auf den M5 wechsle, nur mal als Beispiel, dann sehe ich selbst da 40 Punkte. Ja, das heißt, mit einem Stop-Loss von 20 Punkten würde ich noch nicht mal eine 5-Minuten-Kerze überleben. Es sei denn, ich bin da wirklich gerade absolut richtig im Markt. Ja. Und was dann normalerweise vielleicht mit 10 Punkten machbar ist, führt eben dann dazu, dass man halt hier nur rausfliegt. Und das ATRX, das Add-on, ist jetzt erstmal Hilfsmittel Nummer 1, um das überhaupt mal so ein bisschen beurteilen zu können. Und das ist auch so ein bisschen anders dargestellt als übliche ATR-Indikatoren. Sieht man auch hier unten schon, sieht ein bisschen anders aus. Im Wesentlichen ist es aber so, dass halt hier diese, ich kann es nur leider nicht größer machen, dass diese Balken, die hier sind, das ist jeweils die Range von einer Kerze. Und die rote Linie, die wir hier haben, das ist ein Durchschnitt. Also nochmal ein Durchschnitt auf den Durchschnitt sozusagen. Und hier habe ich zum Beispiel SMA 200. Das heißt, der bildet mir den Durchschnitt auf die letzten 200 ATRs. Ja? Und da hat man halt ein besseres Gefühl dafür, wo liegt eigentlich überhaupt die normale Volatilität. Und jetzt hier zum Beispiel, wenn man sich das mal anguckt, da liegen wir hier. Gut, ist natürlich jetzt schon ein paar Kerzen schon länger, aber wenn man den jetzt mal ein bisschen nach links schiebt und mal hier in normale Tage reingeht, so, und dann da zum Beispiel mal die Kurve nimmt, und dann sieht man halt, normal sind hier 22, also 20 Punkte, ja, für eine 5-Minuten-Kerze oder hier 16 Punkte auch nur. Das sind so normale Ranges. Und da liegen wir jetzt, sieht man, hier geht ja auch ganz nach recht steil nach oben hier, die ganze Kurve, und da liegen wir aktuell einfach drüber. Und also und vor allen Dingen hier auch noch über dem Durchschnitt heute jetzt zum Beispiel wieder. Ja, das ist halt, also blau wird es dargestellt, wenn es überdurchschnittlich hoch ist und grau, wenn es unter dem Durchschnitt ist. Ja, und das kann man sich so, diesen Durchschnitt kann man sich bilden entsprechend hier mit der Einstellung SMA. Und ich muss hier mal kurz die Tastatur umstellen. So, ich kann auch genauso gut sagen, hier 20. Ne? Und da war vorhin die Eröffnung halt, die war dann halt ein bisschen lauter. Bisschen wilder hier und jetzt beruhigt sich das Ganze wieder, aber trotzdem liegen wir halt hier, ist auch hier nochmal dargestellt, bei 38 Punkten von der ATR. So, das ist erstmal so der erste Anhaltspunkt, den man überhaupt mal haben sollte, bevor man auf die Idee kommt, eine Position jetzt mit einem fixen Stop aufzumachen. Zuerst sollte man wissen, wo bin ich überhaupt, ja? Wie ist der Markt gerade unterwegs? Und wenn ich hier eine ATR habe, schon von 38, brauche ich mit 10 Punkten Stop-Loss gar nicht anfangen. Es wird nichts werden, es sei denn, ich habe jetzt vor, die nächste Stunde hier dauernd mich rein und raus zu klicken, weil ich dauernd nämlich rausfliegen werde. Ganz unweigerlich. Und entsprechend habe ich das mal kurz thematisiert, auch in einem Beitrag hier auf der SteroTrader-Seite, ja, was ich irgendwie gerade gezeigt habe. Dort ist es theoretisch beschrieben. Ich zeige das jetzt aber hier nochmal im Detail. Und zwar geht es darum, wie kann ich meine Positionsgröße vom SteroTrader so berechnen lassen, dass sie halt zur Volatilität und zu meinem Konto passt. Mal angenommen, ich habe halt sonst irgendwie ein Risiko von zum Beispiel 1%, ja, und weiß dann halt eben im DAU zum Beispiel bei 20 Punkten Stop-Loss ergibt das eine Positionsgröße von circa 6 Euro pro Punkt bei einem 10.000-Euro-Konto. So, das ist jetzt mal ganz schnell im Kopfrechenmodus mal hier überschlagen. Und das mag jetzt zwar vielleicht sogar stimmen, was ich gesagt habe, aber was man da halt alles dazu rechnen muss, ist ja halt, erstens, ich habe ja hier nicht bei einer Kontraktgröße von zum Beispiel hier einer Ordergröße von 1, von einem Kontrakt, habe ich nicht 1 € pro Punkt, sondern ich habe 1 Dollar pro Punkt. Das heißt, ich musste erstmal, muss ich mal Dollar umrechnen nach entsprechend Euro. So, und dann muss ich wissen, wie hoch ist mein Kontostand
Wenn der jetzt eine krumme Zahl ist, als Beispiel, werf mal irgendwas in den Raum, 3.789,50. Und wenn ich davon jetzt 1,5% riskieren will, und dann sitze ich dann eigentlich halt schon im Taschenrechner da, und bis ich da fertig bin mit Rechnen und dann auch noch die ATR mit einbezogen habe, dann ist der Kurs garantiert weg. Und das ist halt ein Riesenvorteil, den wir hier haben. Also einmal der Riesenvorteil, der hat noch nicht mal was mit dem Daytrader zu tun, sondern einfach generell mit CFDs, ja. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gehe hier short, und dann brauche ich ja, wo kommt mein Stop-Loss hin? Ganz klar hier oben, ja, weil das war das letzte Hoch. Und wenn der Markt, wenn ich den halt wirklich short verfolgen will, jetzt nicht nur für 20 Punkte, sondern halt mit einem neuen Tief, dann darf er kein neues Hoch mehr machen, mal rein nach der Dow-Theorie. Und entsprechend gehört er hier oben hin. So, kann ich jetzt hier ausrechnen, okay, das ist von da bis da, sind wir da irgendwo bei 200, stimmt das? Ja, tatsächlich. 254, oder? Nee, 160 Punkte, 169 Punkte. So, und die eine Möglichkeit ist die, ja, wie gesagt, das manuell auszurechnen. Und ich mache das mal hier Step by Step, damit man halt versteht, wie dieses Add-on überhaupt funktioniert. Weil insgesamt greift es halt zurück auf die automatische Positionsgrößenberechnung. Und das geht, kann man einstellen hier über Setup, dann bei Layout, und dort kann ich unten wählen Quick Size Buttons by Risk. Ja, also normal, das ist das, was üblicherweise eingestellt wird. Dann sieht es so aus. Ich habe hier oben meine festen Positionsgrößen. Ja, kann dann jetzt hier direkt auswählen. Ja, oder halt auch hier manuell. Das ist ja so oder so möglich. Ja, und dann sage ich halt hier, keine Ahnung, 5 € beziehungsweise 5 Kontrakte, und das sind dann irgendwie, weiß der Kuckuck, 4,40 € pro Punkt oder irgend sowas. So, ich kann das aber auch eleganter machen, wenn ich halt prozentual arbeiten möchte. Hier, wie gesagt, ins Setup und dann auf Layout und dann halt hier Quick Size Buttons umstellen auf By Risk, ja, also nach Risiko. Einfach einmal auf OK. Und dann stehen hier oben Prozentwerte. So, und wenn ich dann jetzt halt zum Beispiel weiß, dass ich halt hier jetzt irgendwie, sagen wir gesagt, 160 Punkte circa Stop-Loss brauche, ja, wenn ich jetzt halt hier einen Short Swing irgendwie erwischen möchte, dann kann ich halt hier hingehen, tippe hier meine 160 ein, wähle hier oben zum Beispiel 1% Risiko. Und dann steht die Order Size, hat man jetzt vielleicht nicht gesehen, weil es so schnell ging, ist direkt auf 0,3 gesprungen. Genauso, wenn ich sage, nee, mein Risiko ist 2,5% pro Trade. Ja, sieht man, der rechnet das direkt aus. Das heißt, der guckt, was steht hier bei Stop Loss drin. Das Ding guckt, wie groß ist das Konto. Ja, und rechnet entsprechend dann halt mit den Angaben, die halt hier dahinter liegen, aus, wie hoch exakt meine Positionsgröße ist. Und darauf kann man sich halt auch verlassen. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Position aufmache, dann in dem Moment mache ich jetzt einfach mal, gut, der Take Profit ist ein bisschen Quatsch jetzt. So, und dann weiß ich aber, wenn der hier oben hinläuft, bin ich exakt 2,5% von meinem Konto los. Ja, das sieht man auch hier dann nochmal, wenn man hier die Maus drüber hält. 2,45. Gut, ist ein bisschen gerundet dann natürlich an der Stelle, wenn das von der Positionsgröße nicht ganz passt, immer auf das nächst kleinere gerundet. Das heißt, hier oben bin ich auf jeden Fall nicht mehr als 2,5% los. Sieht man, wie gesagt, wenn man hier die Maus drüber hält, ja auch nochmal. Da steht dann auch nochmal dabei 160 Punkte. Und dann hier bei Risiko steht 110 €. Und das entspricht 2,45%. Hier sieht man es auch nochmal. 2,45%. Ja, die sieht ein bisschen gemein aus hier unten, ne? Und hier entsprechend Reward, beziehungsweise wenn man es auf Deutsch stellt, dann steht da einfach nur Risiko, und ich glaube, Chance steht dort, und weil es ja halt letzten Endes das CRV ist. Und wird dann auch entsprechend prozentual dargestellt. Und so kann ich halt einfach auf ganz bequeme Art und Weise, kann ich dann halt so das Ganze umstellen, beziehungsweise einstellen, und kann halt so exakt, ja, durch die Verwendung von Mini-CFDs und nichts anderem, kann ich exakt sagen, pass mal auf, mein Risiko pro Trade ist so und so hoch, und mir ist es gerade auch egal, wo der Markt steht, ob hier oder hier oder hier. Das Risiko muss zum Konto passen. Und ich behaupte mal, wenn man halt wirklich vernünftig handelt, macht es ja auch absolut Sinn. Ja, ich kann ja nicht hier sagen, ja gut,
Ich mache wie immer meine Positionsgröße 5 Euro pro Punkt und dann hoffe ich mal, dass er nicht mehr da oben hinkommt. Kann man so machen, ob das dann wirklich auf Dauer profitabel machbar ist, das ist natürlich dann stark anzuzweifeln. So, ja, also das ist die Grundlogik dahinter. Die muss man erstmal verstanden haben, bevor man das Add-on versteht, was ich gleich noch dazu zeige. Ja, also dass man halt einfach über den Stop-Loss die Positionsgröße ausrechnen lässt. Und auch ein ganz wichtiger Einwand noch an der Stelle. Es gibt ja halt auch noch die freie Version vom Stereo Trader und nicht nur die vom FX Flat. Diese Funktionalität ist grundsätzlich beschränkt, ja, auf solche Broker, die halt eben hier beim Stereo Trader entsprechend aktiv mitspielen. Das sind ja nicht viele und da ist FX Flat natürlich ganz vorne. Und das hat einen ganz einfachen Grund, weil um das halt zu berechnen, also hier ist irgendwie heute ein bisschen Alarm. Ich hoffe, das stört nicht allzu viel. Das mache ich mal gleich die Tür zu. Das heißt, um das zu berechnen, brauche ich eine verlässliche Datenbank. Ich brauche einen verlässlichen Broker. Und auch wenn ihr es vielleicht nicht glauben mögt, aber 90% der Broker hinterlegen diese Daten falsch. Ja, kümmert sich einfach keiner drum, warum auch immer. Aber ich habe so viele Broker schon ausprobiert und das stimmt fast nirgends. Ja. Und deswegen ist diese Funktion, dass man es überhaupt prozentual beziehungsweise das Risiko berechnen kann. Deswegen ist die per Standard, wenn es halt jetzt als Beispiel nicht FX Flat ist, und dann ist die Funktion per Standard ausgeschaltet. Ja, also wenn ihr irgendwo anders seid und dann nicht wundern, wenn diese Funktion nicht funktioniert, aus Sicherheitsgründen hängt es eben damit zusammen. Das nur nochmal als wichtigen Einwand, weil die Frage tatsächlich auch öfters mal kommt. Und ich weiß ja, es gibt einige andere, die bei einem anderen Broker sind, auch wenn es schwer zu verstehen ist, aber gibt es, und das ist eben die Erklärung, warum solche Geschichten halt dann entsprechend nicht überall funktionieren. Das sind halt Einschränkungen, die aber nicht irgendwie bösartig sind, sondern, was geht hier ab, die nicht bösartig gemeint sind, sondern halt einfach wirklich aus Sicherheitsgründen. So, ich mache jetzt aber mal ganz kurz hier die Tür zu, weil ich glaube, das wird irgendwie noch mehr. Eine Sekunde mal eben. So, dann hoffe ich, ist keiner weggelaufen. Keiner fortgelaufen, wollte ich gerade sagen. Na, heute könnte man ja denken, Köln ist eine gefährliche Stadt. Ja, ist ja heute so, ne? Das ist ja echt, was hier heute passiert ist, ja auch. Naja, aber es ist weit weg von mir. Also, mich kidnappt hier so schnell keiner. Ich glaube, hat auch keiner Interesse dran. Okay, also, das vorweg. So, ich mache den jetzt hier mal zu. Ja. So, das ist auch dann der Grund, warum die Kurve hier so aussieht, weil das ist halt einfach nur ein Basteltestkonto und da geht es halt immer heiß her. Jetzt haben wir halt hier den nächsten drin. Deswegen bitte nicht erschreckt lassen davon. Das ist halt das Entwicklungskonto. So, und dieses Add-on, was es da gibt, das heißt ATR Base. Ja, und ATR Base kann man auch genau über den gleichen Weg einfach hier per Doppelklick draufziehen. Und mit ATR Base bin ich in der Lage, genau die Volatilität auslesen zu lassen und dann entsprechend halt meine Positionsgröße automatisch einstellen zu lassen. Ja? So, und das muss man dafür einmal hier reinziehen, was ich jetzt schon getan habe. Also hier unten ist es, ist aber noch nicht aktiviert. Erscheint aber hier im Auto Trading, hier sieht man das als ATR Base, dort ist es das drin. Auto Trading heißt nicht, dass das von selber irgendwas tradet, sondern dass es generell die Möglichkeit hat, automatisch auf das Trading Einfluss zu nehmen. Ja, diese Erlaubnis muss man immer erstmal vorher erteilen. Auch aus Sicherheitsgründen ist es erstmal immer ausgeschaltet. Und das heißt, ich muss es hier erstmal aktivieren. Ja, das sieht man auch hier, Auto Trading ist dann eingeschaltet. Hier passiert dann auch ein bisschen was. Das heißt, der Stereo Trader und das Add-on haben an der Stelle jetzt schon mal kommuniziert. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel eingestellt eine ATR 14, also die Werte wie oben halt eben auch, ja. Und wenn die hier jetzt ein bisschen abweichen, das hat einen ganz anderen Grund, ja, weil die ATR hier oben ist ja auch 14, 14.
37 und hier ist es 39. Das liegt daran, weil das eine nämlich die aktuelle Kerze mit einbezieht und das andere nicht. Das ist der einzige Grund. Also da bitte nicht verwirren oder denken, das sei ein Fehler. Das ist kein Fehler. Das hat schon alles seine Richtigkeit. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, na gut, ich orientiere mich an der ATR 14. 14 ist einfach so ein gängiger Wert, ja. Und wenn ich halt sage, okay, das ist meine Basis für die Berechnung vom Stop-Loss, wenn ich halt hier Scalpen oder halt Reaktionspunkte oder irgendwas halt mitnehmen möchte, nehme ich mir die ATR 14, damit fahre ich gut. Ergibt, haben wir ja vorhin gesehen, üblicherweise dann halt, wenn man von einer Kerze ausgeht, ein Stop-Loss von rund 20 Punkten normalerweise. Jetzt aber aktuell nicht. Jetzt sind wir da halt fast im doppelten Bereich. Ja. So, und dann stelle ich hier einfach ATR auf 14. Und dann gibt es hier solche Werte wie SLX, TPX, Trail Begin X, Trail Distance X. Das X steht für Faktor, also mal sozusagen. Und wenn ich jetzt hier SLX, ja, auf 1 stelle, dann heißt das einmal die ATR 14. Das heißt einmal 39,6. So, hier oben ist jetzt, doch, sieht man schon, ist schon passiert, ne? Und hier oben steht nämlich im Stop-Loss 39,06 drin. Das heißt, das hat er jetzt automatisch schon gemacht, ab dem Moment, wo ich den hier aktiviert habe. So, das bringen wir jetzt so noch nicht weiter, außer dass ich jetzt weiß, wie groß mein Stop ist, könnte ich auch hier übertragen. So, sondern der, oder das Schlaue bei der Geschichte ist ja eigentlich das, dass ich ja hier jetzt sagen kann, nee, ich hätte gern 1% Risiko. So, und dann habe ich direkt die Positionsgröße dabei. Das heißt, ich habe jetzt einen Stop-Loss von 39,6, der exakt der Volatilität entspricht und exakt 1% Risiko. Und wenn ich jetzt zum Beispiel halt scalpen will, sondern weiß ich halt einfach, dass nicht nur entsprechend der Stop zu meinem Markt passt, sondern entsprechend auch die Positionsgröße, ohne dass ich mir hier was kaputt mache. Ja, weil das wird ja irgendwie oft gesagt, bei Märkten, die halt irgendwie so volatil laufen, lieber nichts machen. Und das ist natürlich Quatsch. Also, weil das, was man nicht machen sollte, ist einen Stop-Loss verwenden, der nicht zum Markt passt oder nicht zur Volatilität passt. So herum wird eigentlich halt ein Schuh drum. Und klar, solche Geschichten, wie ich es ja vorhin gesagt habe, wenn man anfängt, das irgendwie manuell zu errechnen, und dann wird man ja wahnsinnig. Also gerade wenn halt irgendwie da mal, wie jetzt hier zum Beispiel, ja, wo wir eine Kerze haben, die komplett jetzt schon mal oben rausläuft aus der ATR. Das sieht man zum Beispiel hier unten in dem ATRX. Das heißt, diese zackige Kurve, das sind die einzelnen Kerzen, das zeigt die Ausreißer ganz gut, ne? Also das heißt, hier zum Beispiel so ein Peaks nach oben heißt, die Kerze war deutlich über der ATR und die hier ist jetzt so ein bisschen drüber. Ja, aber wir sehen, die Volatilität geht hoch, weil hier wird es blau und hier passt sich jetzt alles entsprechend an. Und wie man sieht, 41,15 ist es jetzt, der Stop ist gewandert, Positionsgröße ist jetzt noch gleich. Das liegt aber jetzt einfach daran, weil das ist hier, irgendwann habe ich ja halt auch eine Beschränkung halt in der Rundung, ne? Ganz klar. Nur wenn jetzt halt das ganze Ding explodiert und dann steht da oben wahrscheinlich gleich 1,2 dann halt nur noch. Ja? Weil es ja immer so gerechnet, wenn ich das so verwende, weiß ich, mein Stop passt einmal zur Volatilität und ich weiß, mein Risiko ist niemals höher als 1%. Ja, das ist ja halt letzten Endes das, worum es hier geht. Und klar, wenn ich jetzt natürlich die Position eröffne, dann ist die auch entsprechend ganz normal drin. Aber ich weiß, hier oben an der Stelle, da ist eigentlich eine 5-Minuten-Kerze vorbei. Ja, so, da habe ich da halt schon mal einfach schon mal einen halbwegs vernünftigen Ansatz, ob der jetzt halt hier von der Strategie her vernünftig ist, da steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber wenn man halt, wie gesagt, kleine Strecken machen will, kann man das nämlich genau so dann in den Griff kriegen, nämlich mit so einer Volatilität dann auch zu arbeiten. Und genauso die anderen Werte, Take Profit, könnte ich jetzt genauso gut sagen, den setze ich auf, was weiß ich, 1,5. Ja. Es kann jetzt nur sein, dass der den bei der nächsten Kerze erst aktualisiert, beziehungsweise, hoppla, mein Verbindungsstress hier schon wieder, bei der nächsten Kerze aktualisiert oder eben, wenn es flat ist, dann muss ich gestehen, weiß ich jetzt gerade irgendwie aus dem Stegreif selber nicht so genau. Kann sein, dass es so eingestellt ist, dass es immer nur Einfluss nimmt, wenn ich halt flat bin und nicht mitten im Trade. Glaube ich, das ist tatsächlich so. Und kann man ja kurz mal probieren. Ja, wenn ich jetzt hier Take Profit auf 1,5 stelle, hoppla, ist auch hier irgendwie, ja,
war hier kurz die Verbindung zu meinem VPS weg, so wie ich das sehe. Jetzt lässt er mich hier keine Zahlen mehr tippen. Immer wieder spannend, echt. Ist egal, ob Immer du keine. Komma oder Punkt nimmst. Im Stereo Trader ja, in den Add-ons, tatsächlich hast recht, ja. Punkt hier, besser, okay. Also, ich bin jetzt, Moment, ist nicht aktiviert, machen das mal von vorne. So, sehe ich dann jetzt hier, ne, 41,15, 76,73 und die Positionsgröße, ich muss die immer neu auswählen. Nach wie vor hier, klar, hat sich auch nicht geändert hier die Volatilität bei 1,3. Und genauso kann ich Trading Beginn dann eben einstellen, kann ich auch sagen, dann zum Beispiel bei 1 in einem Abstand von 0,5. Aber eigentlich ist es egal, ob ich Komma oder Punkt mache, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube halt einfach nur, ich habe hier echt, wenn hier die Verbindung kurz weg ist, kann ich plötzlich auch keine Zahlen mehr tippen und sowas, das ist ein bisschen nervig. Aber hat nichts mit dem Stereo-Trader zu tun, sondern halt mit dem VPS. Und so sieht man halt auf jeden Fall, dass ich halt das halt hier ganz genau entsprechend auf die Vola abstimmen kann. Und hier zum Beispiel 0,1 ist plötzlich ein Trading-Abstand von sogar 4 halt immer noch. Und kann mir dann entsprechend dann alles so einstellen, dass es dann einfach zu dem wilden Markt, ja, oder was heißt, heute ist es ja noch überschaubar, es war schlimmer am Freitag, aber so kann ich mich da halt ganz wunderbar entsprechend drauf einstellen. Und muss mir da nicht groß Gedanken machen, ob das jetzt passt oder nicht passt, sondern ich lasse es mir einfach an der Stelle so einstellen, dass es passt. So, ich hoffe, das ist, war jetzt halt nochmal ein bisschen deutlicher an der Stelle, weil es waren trotz der ausführlichen Beschreibung doch noch einige Rückfragen. Aber das ist eben das, was da hinter steckt. Okay, soweit klar? Alle sprachlos. Okay. Kann ich den Beginn und den Wert für den Trading-Abstand während dem Trade ändern? Natürlich, klar. Hier geht es ja immer nur darum, das ist ja das, was initial eingestellt wird, sobald ich einen Trade eingehe. Ich kann natürlich ja jederzeit, kann ich ja alles nochmal entsprechend anpassen, wie ich das will. Gar keine Frage. Logisch. Es geht ja immer nur sozusagen um die Initial, um den initialen Trade an der Stelle. Und klar, halt hier. Wenn ich halt einen Take Profit haben will, natürlich muss ich den auch einschalten, weil das Ding gibt nur die Zahlen, schickt nur die Zahlen an den Stereo Trader, die hier eingetragen werden sollen im Pool, eben passend zur ATR. Sonst macht das Ding nichts, aber das macht es eben entsprechend sauber. Und wenn ich hier natürlich auf Flat gehe, dann sieht man auch, das ist noch da. Ja, also oben die Einstellung. Aber hier jetzt erstmal halt nichts, weil das würde jetzt erst mit der nächsten Kerze dann halt nochmal passieren. Das ist nochmal, nee, ist jetzt doch, oder? Nee, ist noch nicht gekommen. Mit der nächsten Kerze würde das entsprechend nochmal aktualisiert werden. Könnte man vielleicht auch mal ändern, dass es halt direkt macht, wenn er flat ist. Muss ich mir mal angucken. Nur ist es tatsächlich so, dass da bisher wenig Feedback dazu da war. Ich glaube, das haben viele gar nicht verstanden, was das Add-on macht. Ich finde es aber wirklich sehr, sehr sinnvoll. Und wenn das in Zukunft ein bisschen öfters eingesetzt wird, dann kann man das natürlich auch noch ein bisschen weiter verbessern. Okay. So, was? Kein Wunder, wenn Mikro abgeschaltet ist. Was? Verstehe ich nicht den Kommentar. Okay. Gut, ich denke mal, das ist soweit verstanden. Jetzt kommt die Frage, welche Trail Distance Einstellung für die ATR Base. Es kommt ja darauf an, was man will, ja. Also welchen Trading Stop man will. Also für Scalping, glaube ich, reicht da halt echt irgendwie eine 0,1, ja. Weil ich habe einfach mal von normalen Erfahrungswerten auszugehen, wenn ich einen Stop Loss von 20 Punkten als Beispiel im DAU habe und ich habe so einen Tick Trail oder halt einer, der wirklich ja dann extrem knapp am Kurs dran sitzt, dann habe ich da meistens irgendwie einen Abstand von 2, 3 Punkten. Und hier ergibt es jetzt dann irgendwie 4 bei einer Einstellung von 0,1. Also erscheint mir jetzt nicht so unsinnig an der Stelle. Aber pauschal kann man das halt natürlich nie sagen, ganz klar. Okay. So, was haben wir noch? Kann ich das ändern? Das hatten wir schon. Genau. Kann man die Grafik
vom ATRX auch ein ATR Base einbinden? Ja, nicht ohne weiteres. Also das ATRX ist auch, glaube ich, nicht im Quellcode dabei. Beim ATR Base bin ich mir gar nicht so sicher. Das ATRX, das ist schon ein bisschen frickeliger. Und deswegen sind die beiden auch getrennt. Und kann man aber sicherlich mal drüber nachdenken, weil Platz wäre ja da. Wobei halt eher eigentlich hier vielleicht noch die eine oder andere Funktion halt dazu kommt. Ja, Ralf sagt, es wäre allgemein mal gut, alle Add-ons im Detail vorzustellen. Das ist tatsächlich wahr. Das sollte man mal irgendwie machen. Weil es halt wirklich, es gibt einiges an Material halt drin, was halt immer schon drin war und irgendwie, glaube ich, so kaum einer nutzt. Also nicht alles, was ihr hier seht, ist jetzt bei euch drin, aber halt eigentlich fast alles. Und das sind schon sinnvolle Sachen dabei. Also so wirklich unsinnig ist es natürlich alles nicht. Und ein anderes würde ich auch noch kurz zeigen. Ich glaube, das passt auch momentan ganz gut zum Thema generell, weil wir halt einen volatilen Markt haben. Also ich denke mal, das hier, das sollte sich jeder wirklich mal verinnerlichen. Generell überhaupt auch die Tatsache, dass man sowas, wie ich es hier gerade gemacht habe, das Risiko exakt auf 1% zum Markt anpassen, das geht mit keinem anderen Handelsinstrument, mit keinem. Das geht zum Beispiel auch nicht mit dem Future. Ja, weil es sagen ja immer alle irgendwie so, oder viele, ja, CFDs sind irgendwie doof, nur Future ist das Wahre. Das stimmt nicht, ja. Also gerade bei solchen Geschichten definitiv nicht. Der Future mag passen, wenn man den entsprechenden Handelsansatz zu hat. Oder klar, wenn ich natürlich ein Konto habe, das so groß ist, dass ich da halt ganz beliebig schon fast skalieren kann, dann kann man es natürlich auch im Future machen, dann macht das Sinn, ja. Aber jetzt irgendwie halt mit einem vierstelligen Konto im Future-Bereich, mit einem Future rumkaspern, also stelle ich mir ehrlich gesagt bei einem Handelsansatz, der irgendwo in der Nähe von der DAO-Theorie ist, also markttechnisch, schwierig bis nicht machbar vor. Also zumindest nicht mit vernünftigem Risikomanagement. Kann nicht funktionieren. Ja, weil ich ja halt entsprechend den Stop immer auf den Markt anpassen muss und nie auf mein Konto. Es kann immer nur ein Fehler sein, den Stop aufs Konto anzupassen. Sondern es muss halt beides zusammenpassen. Das nur mal am Rande. Okay. So, dann fragt hier der Erik, woran kann es bei meinem Stereotrader liegen, dass man die Buttons mehrfach anklicken muss. Da würde ich tatsächlich mal auf die neue Version gehen. Also da ist halt manchmal, ich weiß jetzt nicht, welche Buttons du jetzt meinst. Also bei den Add-ons hier gibt es ja jetzt aktuell keine Buttons, aber wenn man hier mehrfach was anklicken, kenne ich nicht. Also gibt es jetzt irgendwie keinen Grund dafür. Außer halt die Internetverbindung hängt und es ist gerade irgendwie eine Order oder irgendwas nach draußen geschickt worden, weil der Stereo-Trader wartet ja immer auf das Feedback vom Server und wenn das halt dauert und dann reagiert natürlich auch so lange der Button dann halt nicht. Ne? Aber da würde ich mal so tendenziell dort zuallererst mal gucken. Und der Karl, Moment, habe ich hier. Der Karl fragt zum Beispiel beim Pivot. Aber ich sehe gar keine andere Frage von dem Karl oder übersehe ich da was? Ich glaube, als Beispiel für einen Button, den man mehrmals anklicken Ja, soll. Aber weiß ich jetzt natürlich das von ist dem genau Button der, gar das ist genau nicht. das, ja, das ist genau das Gleiche. Also wenn ich hier zum Beispiel bei Chart, ja, es wurde gerade gesagt, irgendwie, dass es halt mal zu Verzögerung kommt, wenn ich hier was anklicke. Wenn ich eine saubere Verbindung habe, nicht. Ja, weil hier ist genau das Gleiche. Sobald ich hier irgendwo klicke, geht entsprechendes Kommando vom Stereo-Trader an den Server und der dem halt sagt, ich brauche mal hier die Daten, schick mal rüber. Und wenn die nicht sofort kommen, die Daten, und dann dauert es hier halt. Ja. Also ich kann es halt nicht nachvollziehen. Ich habe aber hier halt auch ein VPS und habe jetzt nicht das Problem, dass ich da halt ständig irgendwie keine Internetverbindung habe, sondern die läuft halt 24 Stunden sauber durch, natürlich auch entsprechend hoher Geschwindigkeit. Aber hängt nicht am Stereo-Trader, sondern dann wirklich an der Verbindung vom MetaTrader zum Broker. Da würde ich da halt eher mal tatsächlich mal ansetzen. Mauschecken, schreibt der Jens. Ja, das kann man natürlich auch, aber okay. Gut. So, was haben wir noch? Da kommt ja irgendwie gar nichts. Dann würde ich nämlich mal noch ein
Oh, wir haben noch schon noch eine ein paar andere Fragen Frage? am Anfang. Ja? Okay. Zum Beispiel wurde jetzt zweimal gefragt, ob man die Spread-Anzeige vergrößern kann. Tatsächlich nein. Nicht wirklich. Ich meine, was man ja machen kann, wenn einem, also ich meine, das ist ja nur so eine zusätzliche Hilfe, ja, damit man überhaupt mal irgendwo sieht, wo liegt der Spread. Aber es gibt ja nach wie vor die Möglichkeit, hier über das Terminal entsprechend hier das Display umzuschalten, ja, von Bid Only als Beispiel auf Bid und Ask. So, dann habe ich sie dann natürlich entsprechend dann auch so, ja. Das heißt, ich habe dann halt zwei Kurse angezeigt. Also das ist natürlich halt nochmal die andere Möglichkeit. Und so oder so, ja, also ich sehe es ja halt auch immer hier, ich sehe schon richtig groß skalieren, damit ich überhaupt den Spread erkenne. Ich sehe ihn ja auch immer hier auch nochmal zusätzlich, ja, also hier in den beiden Linien. Und also muss ich mit Sorry beantworten, ist tatsächlich so klein und ist jetzt auch nicht wirklich vorgesehen, da großartig was dran zu ändern. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu tragisch. Nelson, hilf mir mal ganz kurz noch mit den Ja, Fragen, weil gerne. ich. Ich würde auch den Teilnehmer kurz bitten, jetzt erstmal keine weiteren Fragen in den Chat reinzuschreiben. Wir wollen ja so fair sein und versuchen wirklich alle, die jetzt schon gestellt worden sind, zu beantworten. Und dann, wenn der Dirk immer noch Lust hat und beziehungsweise die Zeit ausreicht, dann gerne wieder weitere Fragen reinstellen. So, wir haben am Anfang eine Frage gestellt. Ich lese mal kurz vor. Ich handle DAX, DAO und Euro-US-Dollar, möchte zwei Charts von einem Instrument offen haben, zum Beispiel 1 Stunde und 5 Minuten, kann man die Charts verknüpfen mit dem Stereo Trader. Was bedeutet verknüpfen? Was ist damit gemeint? Ich meine, generell geht das ja, ist ja kein Problem. Ich muss ja einfach nur zwei aufmachen, also zwei Zeiteinheiten als Beispiel hier zweimal aufmachen. Dann habe ich ja generell, ist ja dann so, ich hoffe, das ist bei mir jetzt hier auch so, ja, dass ich dann einen passiv und einen aktiv habe. Inwiefern da jetzt mit verknüpfen gemeint ist, weiß ich natürlich nicht. Also wenn ich das auf Zeichnen oder irgendwas bezieht, geht Ich aktuell glaube, nicht. vielleicht ist gemeint, dass wenn man einen Chart das Symbol ändert, dass er den anderen, der andere Chart mit übernommen wird oder mitgeändert wird. Aber kann der Teilnehmer vielleicht noch genauer in den Chat reinschreiben. Das wäre hilfreich, ja. Ansonsten ist hier nochmal eine Frage. Unterschied Stereo Future und Stereo Hedge haben wir natürlich auch schon in sehr vielen Webinaren gemacht, aber vielleicht ganz kurz. Ja. Also die komplett wirklich zu beantworten, dauert wirklich lange. Also im Stereo Future Modus, also es gibt ja generell vier Handelsmodi, beziehungsweise vier Handelsmodelle. Und was es in der Form ja auch nur beim Stereo Trader gibt, das sind ja auch so die wesentlichen, die überhaupt existieren an Handelsmodellen. Die anderen Plattformen haben ja alle immer nur einen. Wir haben hier vier zur Auswahl. Stereo Future ist der voreingestellte Modus und fast alle Positionen zusammen. Alles wird miteinander verrechnet. Heißt, wenn ich mit 10 Euro, mit 10 Kontrakten long gehe und klicke dann anschließend auf Verkaufen 5, dann habe ich, wie es eigentlich logisch ist, wie es auch im Future ganz normal ist, deswegen heißt der auch Stereo Future, dann habe ich danach nicht 10 long und 5 short, sondern ich habe 5 long. Ja, es wird halt einfach verrechnet. Und im Stereo Hedge Modus ist es so, dort wird es nicht verrechnet, dort wird aber addiert. Ja, das heißt, wenn ich dort dreimal long gehe und viermal short, dann habe ich nachher entsprechend die Summe meiner dreifach Longs als eine Position gegen die Summe meiner dreifach Short. Ja, also ich glaube, da gibt es aber wirklich genug Material dazu auf YouTube, sich das mal in Ruhe anzugucken. Und das ist auch durchaus ein Handelsmodell, was halt tatsächlich oft genutzt wird, weil man damit natürlich schon auch wiederum Strategien halt realisieren kann, die ansonsten ohne weiteres so nicht machbar sind. Und allein für den Überblick halt einfach. Aber wie gesagt, das werden wir hier nicht schaffen, irgendwie ein paar Minuten jetzt komplett durchzuspielen. Ja, Da muss also ich wirklich dann einfach wirklich mal die auch selbst. Aufzeichnung mal anschauen. Ja, ich glaube, es ist sogar im allerersten Einsteiger, in der Einsteigerreihe, im allerersten Webinar In den könnte das schon drin sein. Einführungsvideos, ja. Ja, Einführungswebinar, ja. Dann wurde mehrmals gefragt, Bedienungsanleitung in Deutsch. Habe hier so schlechte Verbindung, bitte. So, nächste Frage.
Kann ich die Werte für den Trading-Beginn und Abstand während eines Trades ändern? Wie lange braucht Das der haben wir schon. SD? Haben wir gemacht, ne? Ja, haben wir schon gemacht, genau. Okay. Dann habe ich noch eine Frage entdeckt. Da hat jemand gefragt, ist der Stereo Trader ein Add-on für den MetaTrader? Also der Stereo Trader kommt nicht ohne den MetaTrader aus. Das ist richtig. So, aber wie man sieht, es gibt ja Add-ons für den Stereo Trader. Und deswegen ist die Bezeichnung Add-on immer so ein bisschen irreführend. Der Stereo Trader ist ein Interface für den MetaTrader. Ja, das heißt, man hat mit dem MetaTrader eigentlich nichts mehr zu tun, sondern wie man hier sieht, man hat ja eine komplett eigene neue Oberfläche. Und das Einzige, was ich mit dem MetaTrader hier noch zu tun habe, sind die Zeichenfunktionen. Die Zeichenfunktion und die Anbindung an den Broker. Ansonsten ist der halt komplett abgeschlossen als Interface mit eigenen Statistiken und eigenen Handelsmodellen, wie wir gerade mal kurz hatten, und so weiter und so fort. Und es vom Funktionsumfang ist es halt nicht mehr zu vergleichen mit dem normalen MetaTrader, wenn man den StereoTrader verwendet. Also wie gesagt, ja, es ist ein Interface für den MetaTrader und für dieses Interface, also für den StereoTrader, gibt es wiederum selbst einige Add-ons, hat auch eine eigene Programmierschnittstelle, eigene ja, Automationsmöglichkeiten und so weiter. Dann nächste Frage, wenn ich Trades laufen habe, die ich manuell getätigt habe und dann Stereo Trader aktiviere, das heißt Auto Trading, werden meine Posis automatisch beendet. Was mache ich falsch? Dann stimmt garantiert irgendwas mit den Einstellungen nicht. Also generell ist es so, wenn ich irgendwo eine Position aufmache und stelle da halt auch alles ein und der Stereo Trader entdeckt das, wenn er gestartet wird, wird er nichts schließen. Da kommt dann höchstens mal irgendwie ein Warnhinweis, dass der Handelsmodus oder so nicht funktioniert, aber der schließt nicht einfach, ganz sicher nicht. Und das hatten wir auch die Woche im Support. Also es ist schwer, den dazu zu kriegen, dass er einfach was zumacht, wenn man ihn startet. Weil da gibt es etliche Sicherheitsabfragen, die genau das nämlich eben vermeiden. Trotzdem gibt es aber Konstellationen, wo ich jetzt auch erstmal überlegen müsste, wie ich das hinbekomme, wo der StereoTrader dann halt zum Beispiel schließen könnte und dürfte und wo es auch richtig wäre. Weil letzten Endes ist es immer logisch, ja. Wenn der zumacht, dann nicht, weil irgendwie da halt ein Bug drin ist oder das irgendein Versehen war. Versehentlich passiert dann nichts. Aber ich meine, ein Beispiel wäre es zum Beispiel, wenn ich hier bei Auto Exit zum Beispiel halt eine Time Range eingebe, ja, und da steht jetzt zum Beispiel Ende 22 Uhr. Wenn ich einen Trade drin habe, den ich um 9 Uhr aufgemacht habe, auf dem iPad oder wo auch immer, und schalte um 22:15 Uhr den Stereo Trader an, dann wird er das Ding zumachen. Klar, weil da steht aber dann auch, du sollst zumachen, ja. Und genauso hier bei Equity Exit oder halt auch, wenn ein Trading Stop halt eingestellt wird. Weil grundsätzlich ist es ja so, dass der natürlich dann die Positionen findet. Man kann das ja auch komplett umgehen, aber jetzt erstmal eins nach dem anderen. Aber grundsätzlich ist es ja die Aufgabe vom Stereo Trader, wenn keine Strategie gewählt ist, dass er sich um die Positionen ja auch kümmert, die jetzt nicht mit dem Stereo Trader aufgegeben wurden. Und natürlich wendet der natürlich auch alles dann an, was an Automatiken eingestellt ist. Sei es Trading Stop, sei es jetzt hier Equity Exit und so weiter und so fort. Es hat ganz einfach den Effekt, dass ich halt, wenn zum Beispiel ein Stop-Loss eingestellt wird, ja, und ich gebe halt irgendwie, angenommen, ich bin hier flat, ja, und habe einen Stop-Loss von, wie es jetzt hier eingestellt ist, von 37 Punkten. Wenn ich jetzt hingehe auf diesem Konto, dann und dann mache ich auf dem iPad oder auf dem iPhone oder wo auch immer, eine Position auf, dann wird er sofort den Stop von 37 Punkten dahinter hängen. Und das ist so gewollt, ja, das ist ja kein Fehler, sondern es ist ja absolut so gewollt. Das heißt, immer wenn der halt irgendwo eine Position sieht, die er noch nicht kennt, wird er dann immer versuchen, das zu der Logik halt hinzuzufügen. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis davon. Wenn man das nicht möchte, kann man vielleicht auch mal kurz noch erklären, wenn man sagt, nee, was ich auf dem iPad mache, soll den Stereo Trader ja nichts angehen. Dann muss man hier eine Strategie wählen. Das heißt, ich gehe auf hier oben auf Setup, auf Strategie und dann gebe ich dem Ding halt irgendeinen Namen, ja, zum Beispiel ist hier, was weiß ich, S2. So. Und dann ist das halt, das ist einfach nur dann hinterlegt mit dem Zusatz S2 und das heißt einfach nur, wenn ich jetzt vom iPad oder irgendwo was aufgeben würde, dann würde es hier überhaupt gar nicht mitbekommen, ja, weil dort kein S2 hinter der Position, um es mal einfach auszudrücken, halt dahinter steht. Würde den nicht interessieren. Und
Aber ansonsten, wie gesagt, versucht ihr natürlich immer alles, was hier eingestellt ist, entsprechend halt auf das anzuwenden, was halt eben dann auch reinkommt. Und infolgedessen ist es halt schon richtig, was dann da passiert. Aber wie gesagt, versehentlich zu 99,99% nicht. Okay, dann eine weitere Frage. Wie sieht das mit Pair Trading aus? Zum Beispiel WTE gegen Brent mit dem Stereo Trade aus. Mit was? Also Pair Trading, ob das mit dem Stereo Trader mit einem Seher zu handeln ist oder könnte man das programmieren? WTE gegen Brent zum Beispiel. Ach so, Korrelationstrading. Ja, was war der Begriff Pair Trading? So, das ist für mich erstmal Währungspaare. Nee, das ist Korrelation ist das ja halt. Das heißt also zwei Märkte, die ähnlich gelagert sind und miteinander korrelieren beziehungsweise Auswirkungen auf sich haben. Ich glaube nicht. Also, dass man das mit dem Stereo Trader programmieren. Also irgendwie geht immer alles, ja. Aber generell ist der Stereo Trader dafür ausgelegt, ein Instrument zu handeln und nicht mehrere. Das heißt, mit der jetzigen API, wie sie jetzt ist, würde es tatsächlich nicht gehen. Nee. Okay, dann, wie kriegt man ATR-Base wieder weg? Hier unten Rechtsklick einfach und dann Delete Indicator Window. Ja, und dann ist das weg. Sieht man dann hier im Auto Trading weg. Gut. Genauso natürlich halt auch hier mit allen anderen auch, weil die sind hier, da steht zwar Indicator, ja, aber der Stereo Trader nutzt halt hier sozusagen diese Schnittstelle vom MetaTrader, von den Indikatoren. Wenn der Indikator steht, und es war jetzt ja nicht wirklich ein Indikator, aber trotzdem Delete Indicator Window, weil dieses Fenster hier unten ist halt eben normalerweise für Indikatoren reserviert. Und das ist halt so ein kleiner Trick, den der Stereo Trader halt hier anwendet. Deswegen nicht dran stören, dass es Indicator heißt. Dann könntest du noch mal zeigen, wie man die Trades einblendet im Chart. Ja, also seit der Version 2, glaube ich, ist das ja drin. Ja, habe ich halt hier die Möglichkeit, na, hier habe ich jetzt ja keine drin, ja, klar. Wenn ich halt und ich gehe mal zurück, bin ich hier noch in der S2. Muss mal gucken, die müsste jetzt ja eigentlich dann hier da sein. So, ich habe ja die Möglichkeit, dann halt hier meine Trades im Chart anzuzeigen, also die einzelnen Ergebnisse einfach hier in der Session-Statistik. Ja, sieht man ja hier, ist immer nur eins ausgeklappt, das zweite einfach mit ausklappen und dann hier in der Session-Statistik unten auf Trades. Und dann erscheint das hier alles, war jetzt alles ein bisschen eng. Und da sieht man aber ganz genau, was wo passiert ist. Übrigens auch mit allen Details. Ja, Moment. Hier auch, wenn man zum Beispiel jetzt, man sieht hier nicht nur das Gesamtergebnis, was da rausgekommen ist, an welcher Stelle, zu welchem Zeitpunkt, sondern man sieht halt auch in den einzelnen Punkten, was da passiert ist. Da steht zum Beispiel Exit Short oder hier halt mal Entry Short und auch genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel, oder bin ich zu arm für, Moment, genauso, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Trade aufmache, ja, und mache dann, komm, beweg dich mal ein bisschen und mache dann zum Beispiel einfach mal, komm schon runter oder hoch, ist egal. So. Gebe dann hier noch was dazu. Oder hier nochmal was raus. So, ist jetzt alles ein bisschen eng. Aber wenn man dann hier die Maus drüber hält und dann sieht man hier zum Beispiel dann auch. Na komm. Ach komm, jetzt lässt mich hier der MetaTrader hängen. Die Tooltips, die wollen irgendwie gerade nicht. Das ist ein schöner Vorführeffekt. So, also wenn man Geduld hat, ja, und der Markt vielleicht nicht so hektisch ist, dann sieht man hier auf jeden Fall, ich versuche es mal im M1, das ist wahrscheinlich alles zu eng zusammen hier. Naja, aber gut, das war ja alles in einer Kerze. Ich versuche es mal nochmal hier. So, hier steht so jetzt. Ja, das ist einfach hier zu eng zusammen. Dann sieht man hier zum Beispiel halt auch Teil-Exit. Ja, steht dann hier Teil-Exit Long oder auch genauso, wenn man halt eine Position dreht. Ja, da steht da halt jetzt wahrscheinlich wieder nicht. Da steht auch irgendwo Drehung dann auch noch drin. Das heißt, man kann dann wirklich ganz genau nachvollziehen, was man wo mit welcher Positionsgröße und welchem Ergebnis gemacht hat. Ja, und hier war dann zum Beispiel entsprechend Exit. Zack.
Einfach hier unten ein Ausschalten. Dann ist noch die letzte Frage. Dann haben wir es geschafft. Von Erik. Größe vom Stop. Mit welcher ATR scalpen? ATR höher als 14? Fragezeichen. Weiß nicht. Ja, das ist natürlich halt, ich meine, 14 ist halt einfach der Standard. Also ich weiß nicht, wieso es genau wie im RSI ist, sie halt auch eine 14, woher die kommt, weiß der Kuckuck, ja. Und ich meine, so viel Unterschied macht es ja auch im Endeffekt nicht wirklich. Also ich bin halt irgendwo jetzt nicht unbedingt direkt an der aktuellen Kerze dran, aber auch nicht irgendwie an der ältesten. Und das ist halt einfach nur ein Wert, das sich halt einfach so eingebürgert hat im Handel. Also da kann man natürlich auch mal mit rumspielen. Aber pauschal ist das natürlich immer irgendwo schwer zu beantworten. So, und jetzt wirklich die allerletzte Frage im Chat. Volume Profile, wird das anhand von CFDs oder Futures berechnet? Das Volumenprofil, was ich hier habe, das wird anhand von Tickdaten CFD berechnet. Und ansonsten gibt es hier natürlich ja noch das Value Profile, vorher hieß es Market Profile, das haben wir jetzt umgetauft auf Value Profile. Und dort habe ich dann auch noch die Möglichkeit, das auf dem Future, beziehungsweise die Daten vom Future darauf abzustellen. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, jetzt ohne dass ich es vorher probiert habe, ich hoffe, ich kriege dieses hier keinen Vorführeffekt, kann aber natürlich trotzdem sein. Aber hier sieht man es jetzt nur nicht gut. Ich mache das mal weg. Und nur um das mal zu vergleichen, klar, Future ist natürlich wesentlich genauer, ist natürlich gar keine Frage. Aber trotzdem habe ich da halt schon immer eine recht hohe Übereinstimmung von den einzelnen Werten. Hier sieht man es jetzt irgendwie gar nicht gut. Ich hole mal den DAX, der läuft nicht gerade so wahnsinnig wie der Dow jetzt gerade hier. Vielleicht sieht man es da ein bisschen besser. Da ist ohnehin jetzt die Frage, was ist da an Profildaten gerade hinterlegt? Das ist nämlich gerade Baustelle. Also das Volume Profile, ja, ich weiß halt immer nicht, ob das irgendwie alle kennen, ob das jedem was sagt oder ob der eine oder andere sagt, was ist ein Volume Profile. Deswegen bin ich da immer gleich auch vielleicht ein bisschen zu tief in den Fragen drin. Also Volume Profile ist das, was man hier, holen wir den M5. So, ein bisschen kleiner. Das ist das, was man hier sieht. Ja, das nennt man Volume Profile. Profil halt wahrscheinlich, weil es irgendwie, aussieht wie von der Seite aufgenommen. Und das heißt, hier sehe ich halt, auf welchem Level wie viel Volumen gehandelt wurde. Und also bei dem Original, was jetzt halt vom Future kommt. Und so, da gibt es halt zum Beispiel ein Point of Control. Das ist halt diese Linie hier, also das, was halt gelb ist, ich mache es mal noch ein bisschen größer. Und die Value Area, das heißt, alles, was blau ist in dem Moment, ist halt 70% dessen, was heute halt an Volumen gedreht wurde, befindet sich in dem Bereich. Und die gelbe Linie nennt man entsprechend Point of Control. Dort war das meiste Volumen und entsprechend in allem, was blau ist, 70% des Volumens. So, und die Frage war ja halt, wo kommt es her? Kommt es von CFD oder aus dem Future? Die hier, also die Glocke, ja, die Volumenglocke, die kommt von CFD. Und das Add-on, was es eben gibt, das Value Profile, das kommt aus dem Future. Und was ich halt aber gerade zeigen wollte, ist, dass das oftmals kaum einen Unterschied tatsächlich macht. Das ist natürlich nicht immer, ja. Aber halt, es ist trotzdem ein Anhaltspunkt. Ne? Also hier sieht man zum Beispiel, hier oben ist jetzt das Tick-basierte, ja, weil ich ja am CFD keine echten Volumina habe, sondern ja nur entsprechend bei jeder Kursänderung einen Tick bekomme. Trotzdem ist es aber so, ja, dass das halt auch jetzt nicht komplett Nonsens ist, was dort passiert. Erkennt man jetzt hier auch tatsächlich sehr schön daran. Ich habe hier in Orange, das ist mein Point of Control aus dem CFD und habe hier in Gelb, umgerechnet auf CFD-Kurse, den Point of Control, also den mit dem höchsten Volumen aus dem Future. Und das stimmt hier bis auf einen Punkt tatsächlich überein. Und genauso hier oben die Value Area, die ist hier im Future vorbei, da wo jetzt mein Fadenkreuz ist. Und hier sieht man auch,
da ist auch die Value Area vom Tickvolumen vorbei. Und unten genauso, schätze ich mal, nee, unten passt es nicht ganz. Da sieht man jetzt dann schon einen Unterschied. Also hier ist halt auf dem Future, also wie gesagt, umgerechnet immer auf CFD-Kurse, nicht mit Future-Kursen, sondern mit CFD. Also umgerechnet vom Future auf den CFD wäre hier unten meine Value Area, also mein 70%. Und im Tick-Volumen auf CFD fängt es ein bisschen früher an. Da sieht man natürlich dann schon den Unterschied, ja. Das heißt aber nichtsdestotrotz, ich habe halt hier einen Anhaltspunkt und generell kann man eigentlich so sagen, dass wenn jetzt zum Beispiel im Value Profile oder im Original-Volumenprofil was vom Future kommt, dort ist der Point of Control als Beispiel ganz klar der Punkt, beziehungsweise der Kurs, wo der meiste Umsatz passiert ist. Und im CFD kann man sagen, der Point of Control, also wie jetzt hier gerechnet ist, ist der Punkt, der am meisten gehandelt wurde. So, und meistens passt es halt dann auch entsprechend zusammen. Also das heißt, wie gesagt, hier der Kurs, der am meisten gehandelt wurde und hier der Kurs, wo am meisten Umsatz war. Und oft passt es zusammen, meistens sogar, natürlich nicht immer. Aber es ist auf jeden Fall ein brauchbarer Anhaltspunkt. Genau, CFDs handeln, Profilberechnung mit Futures. Genau, das ist exakt das, was halt hier passiert. Ja? Also wer das professionell haben möchte, dann halt genau so. Ja? Habe ich halt, weiß ich, wie ich am Anfang ja erklärt habe, ich habe den Riesenvorteil von CFDs, dass ich die Positionsgröße exakt, mein Risiko exakt auf mein Konto und den Markt abstellen kann und kann mir aber gleichzeitig hier über Future-Daten das richtige Volumenprofil halt auch entsprechend ziehen und kann es hier drauf mappen beziehungsweise darstellen lassen. Und das ist natürlich die Variante professionell. Gar keine Frage, auf jeden Fall besser als jetzt nur hier die Volumenglocke. Die ist aber trotzdem hilfreich, wenn man halt Low Volume Nodes und so weiter halt ganz gut sieht. Also Punkte, wo wenig gedreht wurde. Ja, wo, wenn hier so ein Loch ist oder so als Beispiel, das hat einfach insgesamt wenig passiert. Ob das dann so genau stimmen muss, ja, also weiß ich nicht, ja, aber es ist ein Anhaltspunkt und ich weiß, okay, in dem Bereich ist nicht viel passiert. Und damit kann man entsprechend dann halt auch umgehen. Und ich weiß, erst hier unten wird es wieder interessant. Und da kommen wir hier dann wahrscheinlich jetzt, wenn es nochmal runtergehen sollte, dann auch hier zum Beispiel zum VWAP. Und den gibt es halt im Tickvolumen halt gar nicht, den VWAP. Also der volumengewichtete Durchschnitt an der Stelle. Ist natürlich ein bisschen speziell. Trotzdem, ich habe das ja auch schon ganz oft in den Live-Tradings drin gehabt. Wir haben übrigens morgen früh nochmal Live-Trading-Webinar zur DAX-Eröffnung. Und ich habe das eigentlich in der Kassaeröffnung immer mit drin, weil es halt einfach echt eine große Hilfe ist. Vor allen Dingen, wenn der Kurs halt eher so auf der Seite läuft, also hin und her geht und jetzt nicht unbedingt im Trend da halt irgendwo startet. Okay, haben wir noch was? Ich glaube, wir haben jetzt alles. Also Stereo für Hedging würde mich interessieren. Wie gesagt, geht ja in allen Varianten. Erik, musst du dir wirklich mal die Einführungswebinare angucken, aber es geht tatsächlich in allen Varianten und auch vor allen Dingen in Varianten, die mit dem MetaTrader nicht gehen und auch mit wirklich keiner anderen Handelsoberfläche. Stichwort Stereo Hedge Mode. Das kannst du mit keiner anderen Oberfläche darstellen. Aber wie gesagt, muss man sich mit bisschen befassen und ist auch wirklich oft erklärt. So, es wäre schön, wenn man den Pool SLTP in Euro statt in Punkten angeben könnte. Ja, aber genau das passiert ja hier eigentlich gerade, ne? Also hier hat halt Teilnehmer 16, das ist ein schöner Name, sehr persönlich gemeint, es wäre schön, wenn man den Pool Stop-Loss TP in Euro anstatt in Punkten angeben könnte. Genau das, also ich meine, Ähnliches passiert hier halt mit dem entsprechend mit der prozentualen Berechnung, ja. Ist dann halt eben nur Prozent und nicht absolute Werte. Ja, könnte man jetzt natürlich genauso noch machen, dass man hier oben dann halt sagt, na gut, ich riskiere 100 Euro. Ja, kann man, wäre jetzt gar nicht mal das Riesenproblem. Ist aber, glaube ich, relativ selten gewünscht. Also ist bis jetzt tatsächlich noch gar nicht aufgetaucht. Aber prozentual. Ich meine, ich riskiere nicht 100 Euro, sondern riskiere dann vielleicht irgendwie 1% oder so. Das ist zumindest halt der Ansatz dabei.
Unterhalb von Value Profile, ja genau, ist Value Profile LT. Da haben wir immer noch nicht groß angekündigt. Weiß auch noch nicht, so gar nicht wieso. Es wurde ja immer gesagt, wir werden eine Light-Version von dem Value Profile halt auch rausgeben, was nichts kostet. Das ist schon längst passiert. Steht nur in keiner Ankündigung irgendwie drin. Und aber ist tatsächlich der Fall. Das heißt, hier habe ich ja mit dem Value Profile habe ich ja entsprechend die Kursänderungen nach jeder Kerze beziehungsweise alle Minute wird es entsprechend aktualisiert und da hängt halt eben ein Server dran, der 24 Stunden läuft und der entsprechend mir halt die Daten halt liefert. Und logischerweise kostet das halt was. Und aber es gibt noch die Light-Fassung halt dazu. Und die sieht nämlich einfach so aus. Zum Beispiel jetzt hier mal, machen wir hier was anderes auf. So, die sieht nämlich so aus. Die heißt Value Profile LT. Installiert man übrigens auch ganz einfach hier drüber. Klick aufs Logo, Installation Manager und dann hier Market Value Profile Add-on. Das sind beide drin. Ja, wenn man das installiert, sind beide drin. Und dann erscheint das hier. Bei euch sieht das ein bisschen anders aus. Dort steht dann halt hier nicht die bei mir Partners, sondern steht dann Olli Klemm. Und dort gibt es das Value Profile LT. Und das macht Folgendes. Das zieht sich nämlich halt die Daten vom Vortag, wie man hier sieht. Ja, dort habe ich immer nur die Vortageswerte. Das ist auch übrigens das, was der Olli in seinem Blog und seinen Seiten überall veröffentlicht. Und das macht es halt hier völlig automatisch. Ja, also hier sehe ich halt einfach jetzt zum Beispiel im DAO bin ich ja hier gerade Future-basiert. Ja, also auch die richtig gerechnete Variante umgemünzt auf CFD-Kurse. Sehe ich hier, wo am Vortag das meiste Volumen war, wo am Vortag das Value Area High und das Value Area Low war. Und es kostet nichts. Also muss man sich nur installieren und dann hat man zumindest schon mal die Punkte, die gerade halt bei der Eröffnung eigentlich auch nicht weniger wichtig sind, mit denen man definitiv was anfangen kann. Und das ist dieses LT. Sieht hier unten natürlich ein bisschen anders aus, ein bisschen reduziert. Und beziehungsweise macht halt hier nichts als, also zeichnet keine Intraday-Werte, sondern einfach immer nur die vom Tag davor. Aber eben das, was man halt auch in ganz vielen Börsenbriefen und weiß der Kuckuck, wo überall findet, wo man liest, hier Point of Control da und da, geht doch ganz einfach. Einfach draufziehen, einzeichnen lassen, muss man auch nicht umrechnen. Ah, wo steht denn jetzt der Future? Was muss ich dann da addieren oder abziehen, damit es auf CFD passt? Nein, das ist alles schon erledigt hier. Ja. Und da vielleicht aber trotzdem noch eine Anmerkung. Je kleiner der Timeframe, den ich wähle, umso genauer die Umrechnung. Ja, also ich habe ja immer einen Unterschied zwischen den Future-Kursen und CFD-Kursen, ganz klar. Und deswegen, wenn man halt die Zeiteinheit so klein wie möglich wählt und umso genauer wird es dann entsprechend dann halt auch umgerechnet. Sieht man hier ganz genauso. Ja, aber da habe ich dann nicht nur eine minütliche Aktualisierung, sondern entsprechend halt auch tatsächlich eine ganz exakte Umrechnung. Okay. Gut. Was kostet das Value Profile? Also, wie gesagt, die kleine Variante ist kostenlos. Die große kostet zwischen 49 und 69 im Monat. Okay. Warum wird das Market Profile, das Value Profile ist gemeint, Realtime nicht im M1 gezeigt? Doch wird es. Es kann aber sein, ja, also wenn das irgendwie, wenn man das umschalten, es ist nichts da, dann kann es einfach sein, dass es ein bisschen dauert, weil die Daten werden immer asynchron geladen. Also wenn man halt umschaltet, ja, und da liegen halt irgendwie dann 7 Tage Historie oder wie viel auch immer, oder noch mehr dann halt irgendwie auf dem Server rum und dann wird das halt im Hintergrund dann gerechnet. Da einfach mal kurz warten, sollte aber kommen. Also bei mir ist es ja auch da. Aber wird angezeigt. Was ich aber auch schon erlebt habe, ist im Support, dass jemand gemeint hat, ja, ich sehe ja nichts, ja, da wird überhaupt nichts angezeigt. Und da war tatsächlich hier unten das Display aus. Da gibt es einen schönen Knopf, der heißt einfach nur Display. Ein aus. Ja, der muss natürlich eingeschaltet sein. Jetzt sieht man ja halt auch hier. Bei mir dauert es zwar jetzt nicht so lange, aber wenn ich da drauf drücke, ist es nicht sofort da, sondern es kommt so im Hintergrund da irgendwo
angekrochen. So, mal gucken, wo es jetzt hängt. Gerade war es ja noch da. So, das ist jetzt natürlich der Vorführeffekt. Machen wir nochmal. Ne, jetzt wird er doch. Ne, sieht man, das dauert halt immer ein bisschen, ja. Und es kann halt einfach sein, wenn da halt irgendwo noch ein anderer Prozess da halt aktiv ist, der irgendwie gerade auf die Festplatte zugreift. Da gibt es ja einiges, was im Hintergrund läuft. Und dass der dann gerade Vorrang hat und dann dauert es halt mal einen Moment. Okay. Gut. So, mehr weiß ich jetzt auch nicht. Ich hatte Nina eigentlich noch versprochen, dass wir das ATR-Bracket machen, aber ich glaube, das müssen wir dann doch mal eine Runde verschieben. Vielleicht habe ich ja morgen früh Zeit dafür, im Live-Trading-Webinar da mal noch kurz drauf einzugehen. Kann man ja mal gucken. Vielleicht kann man das tatsächlich auch mal einsetzen, um 1 Minute vor 9. Je nachdem, wie der Markt aussieht, kann man das auch nochmal angucken. Aber das wird jetzt halt auch nochmal ein bisschen dauern. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, wir haben ja eigentlich soweit alles auch durch. Und das sollte es dann auch gewesen sein für heute. Oder Nelson? Ja, Nelson ist ganz still geworden. nein, nein, ja, du hast ja so schön weitergemacht, da werde ich natürlich nicht unterbrechen. Nein, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für das Webinar heute. Ich denke, wir haben oder du hast vielen Teilnehmern wieder geholfen. Möchte natürlich auch großes Dankeschön aussprechen. Es wird ja immer mehr hier bei dem Helpdesk-Webinar. Sehr schön. Und das Interesse wächst. Das freut mich natürlich. Wünsche euch allen einen schönen Abend. Die meisten werden ja wahrscheinlich morgen früh auch wieder dabei sein. Morgen 9 Uhr bzw. 9:15 fangen wir an. Ihr müsst das Und dringend mal ändern, ne? Das steht bei euch immer, glaube ich, als 9 Uhr drin, ne? eigentlich sollte das schon geändert sein, aber ich schaue nochmal nach. Ja, auf jeden Ja. Fall 9:15. Und ja, wünsche euch einen schönen Abend. Danke dir nochmal, Dirk. Bis morgen früh. Und Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Du kannst gerne noch ein paar Worte sagen. Jo. Nee, danke auch von meiner Seite. Kann mich ja kurz fassen an der Stelle. Natürlich danke auch an dich, Nelson, bis jetzt aufrufen, wenn du nach Hause darfst. Und natürlich an FX Flat und alle, die hier dabei waren. Wir sehen uns vielleicht morgen früh. Ansonsten dann wieder hier im nächsten Helpdesk. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Passt auf euch auf. Macht's gut. Macht nichts kaputt. Und bis morgen. Ciao. Ciao.